Das macht keinen guten Eindruck, warum nicht? Wenn mir jemand etwas zu essen anbietet, dann nehme ich es natürlich. Wenn ihr danach in nackig durch die Straßen von Kunshom läuft, Das konnte ich davor macht. ja nicht wissen. Und ich werde wieder etwas nehmen, was mir jemand zu essen anbietet, wenn er es mir anbietet. Nur Auch nach Lorenz, dieser dass ihr noch nicht Erfahrung. unbedingt in einen wichtigen Kampf geratet. Natürlich nicht. Gut, es gibt jedenfalls noch viel für uns zu tun. Wir sollten uns bei dem Schiff erkundigen. Das Schiff der Kranken, mit dem sie in diese Stadt kamen. Ja, können wir da nicht die Stadtwache drauf ansetzen? Ich weiß nicht, ob diese Krankheit sich schon weiter verbreitet hat. Wir haben bis jetzt bloß einen Kranken kennengelernt. Ich habe bereits zwei Leute im Gefängnis der Stadtwache gesehen. Das ist nicht gut. Großartig. Waren sie auch Gefangene oder? Waren, so wie ich das sehen konnte, bewusstlos und in einem der Kerkerzellen. Einer davon war ein halber Djinn. Ein Habt Djinn. ihr sie zu den Terroriten schicken lassen? Beiden nicht, nein. Für sie ist es bald zu spät. Dieses Schiff, Ömer, lag es nicht in der Nähe von diesem Golden Tor, von diesem Händler, Sterobrand? Ja, das ist auf dem Weg dahin. Da kommen wir dann vorbei, wenn wir zu den Schiffen, zum Schiff wollen. Ach ja. Und Wir haben uns deswegen. gerade erst im Kloster behandeln lassen. Sollten wir wirklich noch einmal in die Nähe dieses Pestschiffes gehen? Ich würde es gern vermeiden. Wir sollten die Stadtwache informieren, dass sie es abriegeln, damit da niemand versehentlich drauf stolpert. Aber so wie das aussieht, hat sich die Krankheit eh bereits in die Stadt ausgebreitet. Hat beim letzten Mal eigentlich die Terbonita-Priesterin uns erzählt, wie sich diese Krankheit ausbreitet? Sie selber weiß wenig und als du damals gegangen bist, hat sie dir quasi nicht so viel erzählen können. Stimmt, ich hatte auch Klugheit 8. Ich weiß nicht, ob du das noch Jetzt eh nicht mitbekommen mehr. hattest, dass in Mengbilla wohl mal zwei Schiffe abgebrannt worden sind, die dann unter Quarantäne lagen. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich Heilung. Bei eurem Patienten, dem Matrosen Davide, der euch begleitet hatte, hat sie wohl ihn festgebunden, hat dann einen Aderlass gemacht, also ihm dann das Blut abgelassen, damit er eben sehr schwach ist und ja, dann entscheidet quasi mehr Fex als Pereine darüber, ob er überlebt. Wenn er stark genug ist, dann schafft er es und wenn nicht, dann ist er halt ausgeblutet und konnte dann zumindest keinen weiteren mehr anstecken. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, sich gegen diese Krankheit oder diese Ansteckung gegen diese Krankheit zu schützen. Es gab, glaube ich, im lieblichen Feld auch mal eine Seuche vor etlichen Jahren. Und da benutzten die Terboniten so merkwürdige Masken mit einer langen Nase. Du meinst so wie die, wie unsere Verwundeten aufhaben? Welche Verwundeten? Oder das, was Jasper getragen hat, meint ihr? Ah, genau, so ähnlich, genau. Und daran verbrannten die irgendwelche Kräuter. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Wir sollten auf jeden Fall mal umhorchen bei den Terminiten, was man tun kann. Es nur einfach auf sich beruhen zu lassen, halte ich für keine gute Idee. Weil wir Und wollen die Stadt mal wieder besuchen, oder? auf jeden Fall muss die Kirche der Piranha informiert werden. Das werden die Terboniten bestimmt gemacht haben in der Zwischenzeit. Ich meine, sie sollten auch darüber informiert werden, dass die Krankheit mit diesem Schiff kam und wo es liegt. Sie werden am ehesten zu wissen. Sie werden. Verzeiht. Sie werden am ehesten wissen, was zu tun ist. Denn ich glaube, einfach so dort hinaufstürmen könnte für alle von uns nicht sehr gesund sein. Da wird ihr recht haben. Also einmal zum Terboniten-Spital wieder. Das ist nämlich gleich von hier aus Genpreis über die Brücke. Ganz auf dem Weg zu, egal wo wir hin wollen. Nun dann auf jeden Fall, ja. Dann los. Ja, 5 Minuten später.
Damit steht ihr wieder vor dem Terbonitenordenshaus. Viel zu schnell. Eigentlich hattet ihr nicht vorgehabt, so schnell hier wieder zu landen, aber diesmal nicht als Patienten. Wenn ihr das Haus betretet, könnt ihr gerade sehen, wie wohl die zwei Stadtwächter zusammen mit Potro in der gleichen Wanne sitzen wie ihr eben gerade. Weitere neue neues Wasser, was dazu gegossen wird, ein paar Kräuter, die dazu gelegt werden, und Potro hält sich wohl immer noch seinen Bauch. Einer der Stadtwachen schneuzt gerade das, was in seiner Nase ist, gerade in das Becken, und Eldan und Abelmir werden wieder nicht daran erinnert, dass sie ja quasi in dem gleichen Becken geschwommen sind und jetzt eben die ja Überreste von Ömer noch irgendwo an sich dran haben. Ja. Ich drehte mal einen großen Bogen um diesen Bottich schlagend auf die geweihte Saatfest zu, wenn ich sie sehe. Mhm. Ah, da seid ihr ja wieder. Pareine zum Gruß. Pareine zum Gruß, euer Gnaden. Vielen Dank für die Spende. Ja, das ist selbstverständlich. Sagt, wie kann man sich gegen eine Ansteckung schützen? Über eine Krankheit, die wahrscheinlich über die Luft übertragen wird, über Berührung? Gibt es dort nicht irgendwelche Masken, Handschuhe oder ähnliches, wo man diese Ansteckung vermeiden könnte oder vermindern könnte? Die Krankheit selber gleicht wohl sehr stark auch der Tollwut, die dann durch Tiere, also Ratten oder so etwas, übertragen wird. Eine Behandlung, die ist wenig bekannt. Es soll wohl heißen, dass Gulme unter ihr helfen kann, wie bei fast jeder Krankheit. Aber wenn es bereits ausgebrochen ist, dann gibt es kein wirkliches Gegenmittel. Man kann allerdings einen Trank aus Yoruga einnehmen, der dann vorbeugend dagegen wirken soll. Wie wird diese Krankheit übertragen? Durch verschiedene Dinge. Das können Bisse von tollwütigen Tieren sein, wie ich eben sagte, Ratten, Vampirfledermäuse oder so etwas in der Art. Es kann aber auch etwas anderes sein. Man sollte auf keinen Fall wieder diese schwarzen Stellen berühren, denn die sorgen auch für einen Ausbruch. Würde man sich in die Farbe geben, wenn man dieses Schiff besuchen würde, auf dem dieser Seemann gefunden wurde? Ganz gewiss. Solchen Schiffe sollte man abbrennen. Aye. Die viel wichtige Information hier ist aber, dass sich, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Krankheit mittlerweile in die Stadt ausgebreitet hat. Das ist gar nicht gut. Hm. Wie seine Gnade Nachmatt berichtete, liegen derzeit noch zwei Erkrankte im Keller der Hafengarnison. Dann sollte man sie vielleicht hierher bringen. Wir müssen sie auf alle Fälle untersuchen, die schwarzen Stellen, soweit es geht, abdecken und festbinden, wie eben auch den anderen, den ich hier hatte, diesen Davide. Er hat es übrigens nicht geschafft. Nur eine Hilfe. Nun, ich fürchte, dass ihr wohl an der Hafengarnison in solchen Belangen mehr Autorität ausüben könnt als ich. Ich werde das selbstverständlich in die Hände nehmen, wenn ihr da keine Zeit für habt. Vielleicht sollte man das ganze Gebiet abriegeln. Dieser Seehafen wird doch über mehrere Brücken mit der eigentlichen Stadt verbunden, oder? Über den Flusshafen. Natürlich eben auch über die Brücke bei der Fürst Istaf-Erlee, beim Bethaus von Rashtula. Die ganze Halbinsel kann man wohl nicht abriegeln, aber vielleicht eine großräumige Sperrung am Seehafen arrangieren, das könnte ich machen. Und wenn man die Brücken sperren würde, die über den tiefen Manadi rüberfließen würden, reichen? Ich glaube, das würde den Handel innerhalb der Stadt zum Erliegen bringen, so dicht wie sie befahren wird, aber wenn es nicht anders geht, dann werde ich auch das arrangieren. Fünf Tage danach kann sich zumindest diese Krankheit nicht weiter ausbreiten. Zumindest sind dann sämtliche Schwarzen. Damit können wir den Leuten nicht helfen, wenn wir jetzt eine Quarantäne verhängen. Wir können zumindest die Ausbreitung verhindern.
Das ist richtig. Aber wenn sich ein Viertel angesteckt hat, dann könnte es doch das ganze Viertel dann betreffen. Vielleicht ist das eine Aufgabe für... Er schaut Richtung Jala, Helden. Die Leute schnell finden, einsammeln, hier hinbringen. Wir müssten erst einmal jeden der Seemänner ausfindig machen und überprüfen, ob er erkrankt ist. Und dann jeden, den sie angefasst haben. Vielleicht gibt es... an den Händen hatten, ja. Ganz vielleicht Frage gibt's von unseren anderen Aufgaben. Gibt es einen Hafenmeister, der weiß, wie das Schiff heißt und wer sich an Bord befindet? Es gibt da bestimmt Passagierlisten bzw. Mannschaftslisten. Er wird uns auf jeden Fall sagen können, wer der Kapitän ist, und der Kapitän wird uns sagen können, wer der Rest ist. Mhm. Wir melden unsere Mannschaft ja auch nicht jedes Mal an. An der Flottenmeisterei werdet ihr diese Informationen sicherlich bekommen. Das wäre schon mal ein Anfang, zumindest. Ist die Frage, ob wir die Zeit dafür haben, wenn wir in 12 Tagen auf dieser besagten Insel sein wollen. 12 Tage. Wir haben wahrlich wichtigere Dinge zu tun. Wir können aber auch nicht Kuntium eine Seuche grassieren lassen. Noch kann man sie im Keim ersticken. Nun, wir sind keine Pirane geraten. Mein Verständnis von Krankheiten ist äußerst begrenzt, wie ich zugeben muss. Aber wie gesagt, wenn ihr euch nicht darum kümmern könnt oder wollt, dann werde ich eine Sperrung des Hafens veranlassen, sodass kein Schiff ein- oder auslaufen darf, damit es sich nicht in anderen Städten ausbreiten kann, mindestens für 5 Tage. Wir werden innerhalb dieser Zeit die Kranken, die sich dort auf dieser Halbinsel aufhalten, finden und dann, so viele wie möglich retten. Ich versuche mich mal kurz zu erinnern, wir sind ja im Hafen schon gewesen, liegt die Seeadler vor Anker? Zumindest nicht im Seehafen, dafür gibt es einen Kriegshafen. Sind wir da nicht schon in der Nähe gewesen während unserer Einkaufstour? Nee. Überhaupt nicht, nein. Gut. In den Kriegshafen kommen wir eigentlich nie vorbei. Ach, wir werden auf jeden Fall mit Ratteral Sanin reden müssen, wenn er hier eintrifft. Falls er noch nicht hier ist, haben wir genauso gut Zeit, um der Sache nachzugehen. Wir finden also erst einmal das heraus. Gut, wir geben uns also zur Flottenmeisterei, die liegt am Kriegshafen, denke ich. Und nein. Dann werden wir mehr wissen. Nein, die Flottenmeisterei liegt in der Nähe von dem Zeug aus Zürebrand. Aber gehen Firun, die zwei eine Insel weiter und noch eine alte. Der alte Kriegshafen, der neue Kriegshafen. Dachte ich, redet ihr von. Neuen? Der ist hier oben, Firun. Letztes Mal lagen sie im alten. Na gut, schauen wir uns einfach beide an. Dann Flottenmeisterei zuerst. Dann hat man Flottenmeisterei und Kriegshafen Alpen zusammen. Ja, warum nicht? Okay, damit geht ihr los zur Flottenmeisterei und steht dann auch in einiger Entfernung vom alten Kriegshafen. Dort könnt ihr tatsächlich die Galeere sehen von Sani, die er modifiziert hat mit Ramsporn. Die Ruder eingezogen, liegt sich hier wohl schon seit einiger Zeit vor Anker. Das Greifenbanner, das hier immer noch zurzeit eingezogen ist, aber die Flaggen deuten wohl immer noch an, dass sie sehr mittelreichstreu unterwegs sind. Konnten wir Potro aus dem Debonita-Kloster mitnehmen oder war der noch nicht fertig? Nein, der ist noch nicht fertig. Okay. Ja, die Flottenmeisterei ist ein altes, im ptolemäischen Stil errichtetes Gebäude. Flachdach, ihr könnt hier auch die Rotzen erkennen, von denen mehrere Male schon geschossen wurde. Auch damals, als die Archen angriffen, war dies ein Hort für die Ingrim-Kirche, die von hier aus geschossen haben. Hier gibt es Soldlisten, die Kuntiumer Flotte, die hier vor Anker liegt, Schiffsbaupläne, Manöverberichte, Seekarten, quasi alles, was das Herz eines Nautikers begehrt. Steht hier irgendwo ein Straßenjunge oder so, dem man schnell Botschaft zum Laufen schicken kann? Das würde gehen. Dann soll er doch bitte zur Seeadler gehen und ihn ausrichten, dass Sanin und Offiziere doch allerherzlichst eingeladen sind, im Kult der Perlenwacht zum Abendessen zu erscheinen. Okay. Ja, der Junge läuft los. Dann sollten wir vorher aufräumen. Das sollten wir. Wir besorgen uns jetzt diese Passagierliste.
Dann klären wir die Sache mit Sarnin und dann wissen wir, ob wir Zeit haben, um... Haben wir irgendein Schreiben bekommen von der Terboniterin? Terboniterin? Bisher nicht, nein. Ihr agiert da jetzt in eigenem Auftrag. Dann wird's schwer wahrscheinlich. Das wird schon. Chiara, sie kennt auch die Hafenvorschriften in- und auswendig. Von diesem Hafen nicht wirklich, nicht alle. Ich hatte nicht wirklich die Gelegenheit, irgendwo ein Schreiben zu bekommen, das schreibt. Die höchste Vorschrift ist Bakschisch. Das ist eine hervorragende Idee. Das gefällt mir nicht, aber gut, gehen wir rein. Ja, vor euch könnt ihr dann mehrere Seesoldaten sehen, die sich hier dann herumtreiben, Übungen abhalten und euch dann teilweise auch mustern. Einer der Menschen tritt dann auf euch zu, schaut euch an. Ja, Sie wünschen? Ich brauche die Passagierliste eines Schiffes, das im Hafen liegt. Es hatte Kranke an Bord und wir müssen sie zusammentreiben. Kranke an Bord, so. Dann kommt mal mit. Ja, bringt euch zu einem kleinen Buch, schlägt es auf und welchen Namen hat das Schiff? Immer, du hattest es doch besser gesehen. Was stand auf dem Bug? Ich weiß nicht mehr, woher. Was stand? Wir haben es ja gesehen. Was stand auf dem Bug? Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Klar. Wir konnten sie ja von da, wo der Typ ins Wasser gefallen ist, konnte man es ja schon sehen. Habt ihr denn auf das Schiff geachtet? Wir haben zumindest drüber gesprochen. Dann werden wir auch hingeguckt haben. Die Meeresreiter. Richtig, die Meeresreiter. Er liegt unten im Seehafen. So, Meeresreiter. Hier im Meeresreiter. Hier ist es. Er schlägt das Buch wieder zu. Nun, ich brauche die Mannschaftsliste. Die kann ich leider nicht rausgeben. Wieso nicht? Ah, da gibt es doch sicherlich eine Bearbeitungsgebühr, nicht wahr? Eine Bearbeitungsgebühr? Da könnte ja jeder kommen. Nun, anscheinend wollt ihr euch selbst dafür verantwortlich machen, alle Kranken zusammenzutreiben und das Pestschiff niederzubrennen, nicht wahr? Sehr schön. Wir werden alle davon in Kenntnis setzen, dass ihr euch jetzt um diese Aufgabe kümmert. Gibt es nicht einen Witwen- und Waisenfonds der Hafengardisten? War zumindest für die Seefahrer. Und für euch nicht? Wie bedauerlich. Das müssen wir schleunigst nachholen. Wollt ihr mir drohen? Nein, ganz im Gegenteil. Aha. Was passiert denn mit alten Hafengardisten, wenn sie nicht mehr ihren Dienst versehen können? Sie müssen sich als Bettler verdingen. Und dies könnte man noch vermeiden. Durch eine Spende. Ja, ganz sicher. An diesen Waisen- und Witwen-Pensionsfonds. Ja, wie der Zufall so will, habe ich diesen Fonds erst vor 2 Tagen aufgemacht. Seht ihr? Was müssen wir in diesen Fonds einzahlen, damit wir einen kurzen Blick in dieses Buch werfen dürfen? Naja, Fendi, ihr müsst wissen, ich habe mittlerweile 3 Frauen und wenn ich die 4. auch noch heiraten will, dann muss ich wohl gute Gastgeschenke machen. Und wenn ich 13 Kinder habe, da kommt schon einiges zusammen. Die sitzen ja auch nicht dann irgendwann auf der Straße. Also? Wäre euch mit 2 Maravedi gedient? Maravedi. Sind, glaube ich, oder? Sind Dukaten? Könnte ich schon, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ein Maravedi, ein Dukat. Sagen wir 10. Sagen wir 10, damit kann ich zumindest meine 4. noch heiraten und damit kommen wir ein paar Monate um die Runden. Wie wär's mit 5? Eine mittleres Treffen, das jedem gedient ist. Ja, aber euer Freund da hat mich beleidigt, er deutet auf Kieras. Sagen wir 8. Ich schau zu Kiaras. Ich hau Kiaras mal ganz leicht auf die Schulter. Was? Er ist schuld, wenn alle hier sterben, oder nicht? Sagen wir 9. Mir ist es egal. Wir können auch einfach wieder gehen. Sagen wir 9. Gut, sagen wir 9. Ja, er hält seinen Klingelbeutel auf und du kannst 9 Dukaten reinschmeißen. Ich habe leider keine, nur 8 Dukaten bei, aber... Um Himmels Willen, ich gebe ihm mal. Aber mir ganz verschämter Blick zu Jalan. Ja. Hat sich ja perfekt getroffen.
Die Meeresreiter, ja, die liegt hier seit 5 Tagen vor Anker. Ist allerdings ein bisschen komplizierter, müsst ihr wissen. Die wurde nämlich verkauft, und zwar einen Tag, nachdem sie hier angelaufen ist. An wen? Das weiß ich nicht, das steht hier nicht drin. Ich habe hier nur ein Vermerk, dass der Besitzer gewechselt wurde. Wer war der vorherige Captain und Eigner? Der vorherige Captain? Das ist ein Deagle Eilitier. Gott, wie schreibt sich das denn schon wieder? Das ist ja auch nur einfach so reingespielt in das Buch. Wie man spricht man? Deagle Eigeltier? Deagle Eilitier, Ei. Ja. Ich kann euch leider nicht das Buch reingucken lassen. So, das ist der Kapitän von der, was habe ich eben gesagt, Meeresreiter. Das Schiff wurde verkauft, ist seit 5 Tagen im Hafen. Dieses Schiff gehörte dem Kapitän oder hat es einen Eigner gehabt? Der Kapitän ist seitdem im Hafen und ich weiß nicht, ob ihm das Schiff gehört, aber wie gesagt, hier ist ein Vermerk, dass es gerade verkauft wird. Aha. Also der Besitzer hat gewechselt. Einen Tag, nachdem es angekommen ist. Ist das normal? Weiß ich nicht. Normalerweise nicht, nein. Ich weiß nicht, wenn es in schlechtem Zustand ist, dann wird man es vielleicht wieder aufrüsten, aber wenn da kein Geld für ist, nein. Also steht auch nichts dabei. Soll wohl in gutem Zustand sein. Warum sollte man sein Schiff sonst verkaufen? Da sitzt zumindest die ganze Mannschaft dann ziemlich trocken rum in diesem Hafen. Bis sie wieder eine neue Anstellung hat, müssen sie dann, weiß ich nicht, ihren Sold versaufen oder sowas. Aber würde es nicht als Betrug gelten, wenn der Kapitän und Eigner, wenn er das in der gleichen Person ist, weiß, dass dieses Schiff verseucht ist? Ganz sicher. Davon könnt ihr ausgehen. Jetzt müssen wir nur... Wer könnte wissen, wer der neue Eigner ist? Wie können wir sowas herausfinden? Das solltet ihr am besten den Kapitän fragen. Von hier aus kann ich zumindest nichts in meinen Listen machen. Und wenn uns der Kapitän nichts erzählen will... Gibt es dort eine Eignerliste, eine Räderliste? Wie gesagt, hier nicht, aber in den verschiedenen Händlerkontoren, also nehmen wir jetzt einfach mal an, dass Störrebrand oder so das Schiff gekauft hat, dann wird bei Störrebrand eine Liste rumliegen. Aber wenn Störrebrand nicht der Händler ist, dann hat er es wohl nicht gekauft. Also dann wird da wohl nichts zu Sinn sein. Ja, aber müssen wir wissen, bei wem, wer es gekauft hat, um zu erfragen, ob es ihm gehört. Und dann bringt das nicht viel, wenn wir schon vorher wissen. Wir fragen einfach bei den Nachbarschiffen. Die wissen das meistens als allererstes, wenn ein Schiff verkauft wird, wer der neue Kapitän ist. Das klingt gut. Gut. Ja, dann habt vielen Dank, Herr Gardist. Ja. Offizier? Nein, Unteroffizier. Stabsunteroffizier. Gut. Ja, dann habt ihr meine 4 Frauen sehr glücklich gemacht. Ja, bildet euch das ruhig weiter ein, dass ihr jemals seine Frauen lachen könntet. Viel Spaß noch. Dein Gesicht kommt auf meine Liste. Ich werde mich nicht an euer Gesicht erinnern, wenn ich hier raus bin. Ach ja, das ist ein großer Fehler, schreibt er dir noch hinterher. Und damit steht ihr wieder vor dem alten Kriegshafen. Ist es mir auch seltsam vorgekommen, dass jeder Thulamide meint, 4 Frauen zu haben und 13 Kinder und man sieht hier keine Kinder. Niemand hat 13 Kinder. Niemand würde zugeben, 13 Kinder zu haben. Das macht keiner. Ich glaube, das liegt daran, dass die Kinder hart arbeiten müssen, um Teppiche zu knüpfen. Nein, ich glaube einfach, sie leiden alle an Halluzinationen und denken, sie wären mehr wert, als sie sind. Okay, was ist in euch gefahren? Was in mich gefahren ist, dass wir weitaus Wichtigeres zu tun haben, als hier diese Stadt aufzuräumen. Aber das ist richtig, aber solange wir noch einige Besorgungen zu erledigen haben, können wir uns die Sache wenigstens ansehen, nicht wahr? Und worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass hier jeder Söldner, den wir hier potenziell anheuern müssen, krank sein könnte. Nein, das ist ein größeres Problem. Das heißt, wir können hier keine Verstärkung für unsere Truppen finden. Und wir brauchen Verstärkung für unsere Truppen. In Festum lässt sich vielleicht jemand bekommen. Vielleicht. Ja, ausgehungerte Leute. Alle, die kämpfen können, sind wahrscheinlich schon längst abgehauen. Allerdings könnten wir mit dem Reis genug Leute in Festum rekrutieren. Sie werden zwar nicht ausgebildet sein, aber in einer groß genugen Zahl stand auch diese Leute eine Gefahr da. Wir müssen sie mal versorgen auf dem Schiff. Das stellt wiederum ein Problem dar. Und nicht jeder ist gewillt, auf einer Dämonenarche zu dienen.
Sag das doch nicht so laut. Ich flüster hier auch. Ömers Augen werden groß. Um Himmels Willen. Mindestens ja, Ömer hat das jetzt gehört. Das ist ja schon das zweite Mal. Ich schaue Abel mir an. Einmal frage ich mich wirklich, was man euch beibringt da in einem Horasreich. Verzeiht. Ja. Ich bin einfach nur geschockt kurz. Ich leg Ömer mal eine Hand auf die Schulter. Nun, wir werden ein Gespräch mit ihr führen müssen. Ja, im Kontor, wo wir jetzt aufräumen und kochen müssen, denn Sanin kommt. Ja, ja. Zum Störbadkontor. Nicht weg. Ja, ja, dann dorthin. Weiß ich flankiere noch. Wenn ich zum Maraskanviertel komme. Da lang. Wo ist da lang? Ich zeige in Richtung Maraskanviertel. Was für dich vermutlich einfach nur in Richtung Stadt ist, weil, naja, wir stehen am Hafen. Immer etwas eingeschüchtert für die Leute Richtung zum Störbrand Zeughaus. Okay, die einen wollen jetzt das Kontor aufräumen und die anderen wollen ins Maraskanviertel. Ich lasse aufräumen. Du ich glaube, die anderen bin ich gemeint. Ja, genau. Was wollen denn die anderen tun? Also, Ahmad möchte ins Maraskanviertel. Ich würde gerne einen Badehaus aufsuchen, wenn es geht. Ja, kriegst du sicherlich auch. Also mit Barbier etc. Ein drum dran. Jo, Eltern. Ja, ich schließe mich da Abel mir an. Ich wollte nur kurz fragen, ich habe jetzt ja, kriege ich für meine Akolutenschaft irgendwas? So eine Art, keine Ahnung, Anstecker, eine Schärpe? Ja, eine Schärpe finde ich gut, eine Schärpe mit Anstecker. Ja, gut, dann hätten die mir die übergeben. Genau, die hast du dir dann schon abgeholt, ihr habt dann ja eine große Runde gemacht mit Ömer, hat man in jedem Tempel verschieden viel Geld dann dagelassen und da kannst du dann sicherlich auch deine Schärpe dann erstehen, wenn du die Akolutenschaft antrittst. Ja, gut. Ja, dann würde ich die Schärpe mitgenommen haben und dann würde ich jetzt erstmal Abel mir folgen, damit ich auch ins Badehaus komme. Gut. Kiaras? Ich bin ruhig, da ich jetzt ausrechnen darf, wie viel Totengeld wir den Familien der Gefallenen geben dürfen. Okay, und Jalan will das beaufsichtigen, die Hauswirtschaft? Ja, vor allem da ich glücklicherweise das letzte Mal, als wir in Konchon gewesen sind, zwei Sätze Kleidung gekauft habe und mich jetzt umziehen kann. Ja. Heilloses Chaos in eurem Kontor. Ragnar hat alles irgendwie wohin gestellt. Ganz, ganz viel Maraskan-Stahl, der noch irgendwo rumsteht. Die Söldner haben gesoffen und einige leere Flaschen, die da noch rumstehen, liegen, Becher. Klebrige Pfützen mit irgendwelchen komischen Inhalten. Da muss auf alle Fälle geholfen werden und da brauchen wir eine Hauswirtschaftsprobe von dir. Kann ich das im Sinne alter Zeiten auf Myria abwälzen? Myria ist nicht da. Die ist nicht da. Was möchte Ulmer tun? Ulmer möchte sich ganz gerne im ganzen Gewusel, was hier gerade vorherrscht im Zeughaus Dürrebrand, ganz gerne aus dem Zeughaus herausschleichen wieder. Das würde gehen. Ich habe dich gepackt und in die Zelle gesperrt. Hast du mich hochgesperrt? Ich war die ganze Zeit hinter dir, hab aufgepasst, dass du nicht wegrennst. Ja, aber jetzt sind wir im Zeughaus. Du willst jetzt gerade irgendwelche Berechnungen machen. Was machst du jetzt also mit mir? Erklär mal. Gut. Wenn wir ins Zeughaus kommen, Kapitän, das Erste, was wir tun sollten, ist mit ihm sprechen. Ah, hi. Immer, komm doch mal mit. Ja, natürlich, Roy. Hast du Gefahreninstinkt? Nein, okay. Ich bringe ihn irgendwie, sagen wir mal, ins Büro, nicht in den Versammlungsraum. Ganz kurz, warum seid ihr im Zeughaus Störbrand? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was? Wir sind im Kontor. In eurem eigenen Kontor, okay. Ja. Ja. Da, wo wir Sanin hineingeladen haben. Ja, okay, in eurem Kontor, gut. Gut, ich dachte gerade, die wollten dann aber sehen.